Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur ZPO1-Reihe. Wir werden uns heute ja eine weitere Möglichkeit der Prozessführung zusammen anschauen, und zwar den Klageverzicht. Das wird ein relativ kurzes Video. Der Klageverzicht ist relativ einfach und auch schnell erklärt. Dennoch sollte man wissen, worum es sich hierbei handelt und welche Besonderheiten hier vorliegen müssen. Ja, wie bereits erwähnt, kann der Kläger neben der Klageänderung, die wir bereits kennengelernt haben, auch auf seine Klage verzichten, die er bereits vor Gericht gestellt hat, nach § 306 ZPO. Und ich lese einmal den § 306 ZPO vor. Verzichtet der Kläger bei der mündlichen Verhandlung auf den geltend gemachten Anspruch, so ist er aufgrund des Verzichts mit dem Anspruch abzuweisen, wenn der Beklagte die Abweisung beantragt. Ich finde, dass hier der Paragraph etwas umständlich umschrieben ist oder beziehungsweise da geschrieben wurde, aber das Ganze werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Ja, wenn der Kläger nun auf seine Klage verzichtet, dann ist es so, dass ja quasi die Rechtsfolge daraus ist, dass er auch auf seinen geltend gemachten Anspruch verzichtet. Das heißt, der Kläger geht gegen den Beklagten wegen irgendeiner Sache vor, und wenn er den Klageverzicht erklärt, verzichtet er quasi auf diesen Anspruch, den er hier von dem Beklagten haben möchte. Er kann mithin nicht noch einmal gegen den Beklagten mit diesem Anspruch bzw. mit diesem Klageinhalt vorgehen. Als Beispiel: Arne A. verlangt von Sabine S. wegen eines Jagdunfalls 3.000 Euro Schadensersatz nach § 823 Absatz 1 BGB und 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit § 229 StGB vor dem zuständigen Amtsgericht Hagen. Als A. während der mündlichen Verhandlung merkt, dass er keine Chance hat, an seinen Anspruch zu kommen, verzichtet er auf seine Klage. Er kann also nun nicht noch einmal gegen S. vorgehen, um an seinen Schadensersatz zu kommen. Der Inhalt der Klage kann nicht mehr der gleiche sein. Das heißt also, wenn A. wegen des Jagdunfalls noch einmal gegen die S. vorgehen möchte, kann er das nicht mit demselben Inhalt machen. Er müsste hier, um noch einmal gegen S. vorgehen zu können, wegen einer anderen Sache die S. hier verklagen. Der Beklagte, der muss dieser Verzichtserklärung des Klägers grundsätzlich zustimmen und den Verzicht hier auch beantragen. Und die Rechtsfolge, die sich dann daraus ergibt, ist, dass das Gericht ein sogenanntes Verzichtsurteil aussprechen wird und feststellen wird, dass der Kläger auf seine Klage verzichtet hat und nicht mehr mit diesem Inhalt gegen den Beklagten vorgehen kann. Das ist quasi alles, was man zum Klageverzicht zu sagen kann. Also eigentlich haben wir zwei Prüfungspunkte. Einmal muss ein Klageverzicht von dem Kläger eingehen und zweitens muss der Beklagte ja dieser Verzichtserklärung zustimmen bzw. den Verzicht selber noch einmal beantragen, was natürlich regelmäßig der Fall sein wird. Ja, warum sollte der Beklagte sagen, wenn eine Verzichtserklärung erfolgt, nein, er möchte das Verfahren weiter durchprüfen lassen? Macht ja gar keinen Sinn. Ja. Er möchte ja schnellstmöglich aus dem Gericht raus und nicht noch weiter dort irgendwie auf der, in Anführungszeichen, Anklagebank sitzen. Eine kurze Randnotiz noch, die ich ganz gerne hier abgeben möchte. Wir haben zwar die Klagerücknahme noch nicht kennengelernt, aber ich möchte nur mal ganz kurz den Unterschied zwischen Klageverzicht und Klagerücknahme erklären. Beim Klageverzicht verzichtet der Kläger, wie ich gerade eben im gesamten Video erklärt habe, auf seinen geltend gemachten Anspruch. Sprich, er kann nicht nochmal mit diesem Inhalt gegen den Beklagten vorgehen. Bei der Klagerücknahme hingegen ist es so, dass der Kläger lediglich seine Klage zurückzieht, aber er kann dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gegen den Beklagten vorgehen aufgrund des gleichen Inhalts. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass der Kläger aus welchen Gründen auch immer sieht, okay, mit dem aktuellen Stand der Dinge würde er seinen Anspruch nicht durchbringen und entscheidet sich dann dazu, das Ganze zurückzunehmen, um dann vielleicht später noch einmal in Anführungszeichen mehr Beweise zu sammeln und dann nochmal gegen den Beklagten vorzugehen. Ja, ich bedanke mich bei euch mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören, und wir werden uns dann in den nächsten Folgen mit den weiteren Möglichkeiten der Prozessführung beschäftigen. Da gibt es noch ein paar andere Punkte, welche wir uns zusammen anschauen müssen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer § 31.